So, da sind wir wieder vor den Hallen des Feuers mit einer vergifteten Talisa und zwei toten anderen Helden. Ja, das war ein tolles Ende und ist jetzt hier auch ein toller Anfang, dass wir gleich zum blauen Kristall zurückrennen müssen, um unsere Helden wieder zu beleben. Und der ist natürlich... Ah, jetzt geht er gerade an. Perfektes Timing. So, jetzt wieder zurück in die super tolle Fighters Challenge. Mann, die hat es jetzt mittlerweile echt in sich. Bis jetzt war das eigentlich nur das... Der erste... Früher war das nämlich immer nur der erste Raum da mit den kleinen grünen Krabbelfiechern. Aber seitdem sie den ein bisschen... Aber jetzt haben sie ihn... Hat der Modmacher ihn ein bisschen abgeändert. Zuerst einmal das mit dem 3 Ogern und den 3 Giftpilzen. Und dann auch noch das Weiter teleportieren. Ah, zu den Spinnen. Naja, komm. Du bist eingefroren, dann... Das ist eine tolle Aussicht, oder? Aber eine ist schon mal wenigstens weg. Und die zweite kriegt auch auf den... Ah. Da ist eine eingefroren und schon wieder ist meine Diebin vergiftet. Ja, meine Diebin hat das Problem, wenn sie es hier erwischt hat, erwischt es nicht gut. Aha, du hast sie da selber wieder eingesperrt. So. Also es ist nur noch diese... Wo kommst du denn her? Ganz ehrlich, wo kommst du her? So. Warum spawnen die hier neu? Das sehe ich gar nicht ein. Hier, Gift. Ah, und mal kurz wegteleportieren und schlafen. Ich habe 3 vergiftete Helden. Das Gift macht ziemlich viel Schaden von diesen Spinnen. Eieiei. Ich wette, ich habe auch wieder einen Haufen horige Helden, oder? Bei ihm geht's noch, bei ihr auch. Und ich sehe es noch voll. Ach, trägt sie nicht sogar irgendwas, was ihren Nahrungsverbrauch reduziert? Ah, gut. Wieder hier und rein da. Wir kommen immer wieder neue Spinnen, kann das sein? Solange wahrscheinlich, bis wir den Cloak wieder hier reinlegen. Hoffe ich mal. Hier frisst Gift. Feuerbombe. Oh, das muss gerade falsche Anzeige gewesen sein. Da war wahrscheinlich die 1 noch mit dabei. So. Wohin führst du uns dieses Mal, Teleporter? Wieder hierhin. Und ja, ich höre schon wieder eine Spinne rumkrabbeln. Ah, ich trinke mal lieber einen Schluck. Und jetzt ganz... Ah! Da seid ihr also rausgekommen. Ihr Bastarde. Das waren keine respawnenden Spinnen, die sind einfach hier rausgekommen. Und zwar hier erst einmal und dann hier nochmal, hä? Und hallo Kräuter für den Sack. Was bist du? Eine Frostbombe. Hm, die kommt gerade praktisch. Von Frostbomben haben wir nicht mehr so viele. Erstmal hier umgucken. Kein Knopf, da auch nicht. Vor allem hier auf diesen Runenknopf achten. Aber sieht nicht so aus, als ob hier in der Ecke einer ist. Hier scheint auch nichts zu sein. Doch, hier. Kampfaxt, Giftbomben und Plattenschuhe. Okay, er strickt bereits die Boots of Valor, also kann er das gerade getrost stehen lassen. Hier haben wir noch ein Heilkraut. Können wir gerade auch gut gebrauchen. Stimmt nicht so, wir haben noch 20 Stück. Aber gut, weiter umgucken. Aber soweit sehe ich da keine Knöpfe mehr. Nö. Und hier drin auch leider nicht. Schade. Okay. Dann drücke ich hier mal wieder ihre Fackel in die Hand. So, das ist auch schon viel angenehmer. Hier ist noch ein Mana-Kraut oder für die Speed Potion. Und ansonsten, ich würde gerne wissen, was passiert, wenn ich hier was reinlege. Wo sande ich dann? Dann lande ich draußen. Okay. Dann gucken wir mal, was haben wir hier? Divinus Cloak. Nein. Ausrüsten wollte ich den nicht. Trägt sie nicht schon einen Divinus Cloak? Jap. Trägt sie schon. Er trägt einen Huntsman Cloak. Er trägt einen Tethered Cloak und sie trägt auch einen Huntsman Cloak. Das muss nicht ein Preis sein. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Ja, welche denn? Wir können uns nur wieder hierhin teleportieren lassen. Und hier den Assassin's Dagger nehmen. Wenn ich das hier dafür stattdessen reinlege, dann kommen wir auch nicht weiter vorwärts. Du nimm mal Pilz und isst den mal. Du siehst hungrig aus. Und du kannst den Pilz essen. Dann bleibt das hier nicht zurück. Ja, und dann landen wir eben hier. Oh. Können wir das Schwert von Nox als Ersatz benutzen? Nein, können wir nicht. Schade. Ich bleibe jetzt mal lieber bei dem Assassin's Dagger, weil ich mehr Schaden bevorzuge als den Diviners Cloak, weil seine Evasion ist sowieso nicht besonders hoch und der Assassin's Dagger ist schon ein ziemlich toller Dagger. Ist, glaube ich, sogar der beste im Spiel nach dem Fist Dagger. Mhm. Ja, okay, dann bleibe ich mal bei dem Gut. Da haben wir die Fighters Challenge. Einmal hier unten und einmal hier oben gelöst. War ziemlich interessant und ziemlich neu. Deswegen begeben wir uns jetzt auf dem schnellsten Wege. Weil ich hier schon wieder Feuerelementare brutzeln höre. Raus aus der Hallen des Feuers. Und mit mittlerweile fast 3 vollen Säcken Nahrung. Hier ist eigentlich die wenigste Nahrung drin. Die könnte ich mal ein bisschen verteilen, oder? Er ist überladen. So, sie. Man kann hier die Nahrung nämlich mal raus. Und dann kann ich interessante Sachen da reinpacken. So, jetzt ist er noch etwas leichter und kann noch ein paar Pitwood-Bretts tragen. Da kann ich nämlich den Schädel und die Krone und alles hier reinstecken. In den Sack. So, nochmal den Kristall anklicken. Und dann geht's jetzt wieder runter, würde ich mal sagen. Jetzt müssen wir uns wieder durch die Maze of Shadows begeben. Die hier ist. Hier ist jetzt zum Glück die Wand unten. Hier müssen wir sie wieder runterlassen. Ja. Die Wand ist noch unten. Hier rum, darum, ja. Gut, das war noch relativ einfach. Jetzt müssen wir wieder hier rüber. Hier durch. Jetzt sind wir, hier ist der blaue Kristall, den können wir auf dem Weg ja gleich mal, nicht gegen die Wand, so anklicken. Und dann geht es hier oben wieder durch. Und sind wieder hier. Laufe ich richtig? Ja. Tue ich. Und jetzt müssen wir hier drüber. So, jetzt müssen wir schnell sein. Und sind drüber. Da lang will ich nicht. Ich will hier lang. Darum. Und hier geradeaus. So. Und ich habe gerade irgendwas... Achso, hier in dem Bereich krabbelt ja die eine Spinne, die dauernd frisch respawnt nach einer Weile. Die hören wir halt hier durch die Wand durch. So, noch ein blauer Kristall, den wir anklicken können. Sicher ist sicher. Und dann geht es hier an den 4 Wächtern vorbei nach unten. Zurück in den Koromok-Tempel. Aber bevor wir hier jetzt gleich mal weitergehen, will ich hier erstmal was machen. Erst einmal... naja, okay, das war jetzt ein Versehen, die zu trinken. Aber... so können wir das Problem lösen. Viel vergiftet wurde sie ja nicht, hat nur 2 Lebenspunkte verloren. Aber so haben wir wenigstens noch eine dritte freie Flasche. So. Die ich theoretisch gleich mal zu einem Heiltrank für meine Talisa machen kann. Die sie nicht mehr tragen kann. So, dann trägt er noch mehr Essen. So. Jetzt gucken wir mal, was haben wir hier noch Feines. Pfeile brauchen wir nicht unbedingt, aber den hier würde ich gerne in den Schatzsack packen. Und den hier lassen, den Schatzsack. Obwohl, kann ich den noch, das noch mit rein? Ja, kann ich. Und er hat immer noch viel Gewicht übrig. Das ist sehr praktisch. Kann er das essen? Oh, und die wollte ich auch gern wieder mitnehmen. Auch wenn einer gerade in die Wand geglitscht ist. So, dann habe ich hier eigentlich nichts mehr aussortiertes. Darum in den Tic-Tac-Raum, den können wir einfach mal so durchqueren. Und uns... Sie besitzt das Schwert. Was könnte ich noch weggeben, was zu viel wiegt? Ah, erstmal soll sie Lightning Bombs verschießen. So, bei den Dinos. Ach ja, hier war ja was. Da war das Buttermesser. Genau. Und da ist das Temple Grounds Schild. Genau. Und ich würde sagen, hier speichere ich erstmal wieder und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann.